Bevor wir aber zu dieser Lösung 8 kommen, also die Art der Haltung der distanzierten Engagiertheit, möchte ich nochmal ganz gern versuchen, das zusammenzufassen, was wir eigentlich schon haben, beziehungsweise um ein paar Sachen zu ergänzen, weil ja wir erstmal an einem Punkt jetzt sind, wo nochmal deutlich wird, dass eine Angststörung nichts mit dem befürchteten Ereignis zu tun haben kann, weil das austauschbar ist, geschweige denn etwas mit Angst zu tun hat. Und das ist natürlich, wenn man so therapeutisch arbeitet, erstmal so eine sehr überraschende Aussage eines Therapeuten, weil natürlich glaubt ja jeder Angstklient, dass eine Angststörung irgendwas mit Angst zu tun hätte. Und das ist eben der Denkfehler. Und zwar ist es ja erstmal so, dass wir uns überlegen wollen, so haben wir angefangen vor 2-3 Stunden, wie konzipieren wir uns denn die Vorstellung oder wie denken wir uns das, was eine psychische Störung ist. Eine psychische Störung ist für uns etwas, also zumindest für mich als Systemiker, nicht etwas, was man einfach hat, so wie ein Ding, eine Es, sondern was man häufig und ohne dass man das wollte und das sehr, sehr viel Aufwand dadurch erzeugt und aufrechterhält, dass man im Grunde nicht funktionierende Lösungsstrategien anwendet. Beziehungsweise eine gewisse Anzahl von logischen Irrtümern, also logisch in einer bestimmten Logik, aber unlogisch in einer anderen Logik, wie das halt manchmal so ist mit der Logik, zur Anwendung bringt, die eben dann nicht funktionieren. Deswegen, bevor wir also einen Schritt weitergehen zur Lösung 8 und zu dieser Haltung, die ich gerade eben erwähnt habe, an der wir dann arbeiten, müssen wir sozusagen erstmal nochmal das Alte rekonstruieren. Und das möchte ich an dem Punkt nochmal machen, einfach zum Verständnis, was ist denn bitteschön eine Angststörung und was unterscheidet eine Angststörung von den befürchteten Ereignissen, ja, und letztendlich auch von Angst. Wir hatten das alles schon erwähnt, war alles schon da. Angst auf Körperebene ist ein Reflex, auf Bewusstseinsebene im besten Falle eine Entscheidung, aber dafür müssen natürlich die Leute sich erstmal als entscheidungsfähig erleben, was wiederum dazu führt, dass sie ein Stück weit Distanz brauchen, um Entscheidungen treffen zu können. Also ich hoffe, das ist verständlich, dass das sozusagen ineinander fließt. Ja, also dass dann quasi irgendwann Selbsttranszendenz ist dasselbe wie die Haltung der distanzierten Engagiertheit, die dann wiederum quasi Immanenz erzeugen können, wo ich das Gefühl habe, ich bin quasi ein Stück weit wieder, ich sag's mal, Herr im eigenen Haus. Das geht aber natürlich nur dann, wenn ich alles, was zum Haus gehört, auch ins Haus reinhole, um da aufräumen zu können. Also insbesondere die Angst reinholen kann ins Haus, weil nur wenn die Angst im Haus ist, dann kann ich sozusagen auch mit ihr irgendwie umgehen, lernen. Das ist die Grundidee. Also, ich fasse zusammen. Wenn ich sage, eine Angststörung hat nichts mit dem befürchteten Ereignis zu tun, dann kann man ja sagen, befürchtete Ereignisse sind letztendlich Ideen, Konstruktionen, Bilder, egal. Also man könnte zum Beispiel, das wird man nachher dann auch in dem Gespräch sehen, ich könnte mir vorstellen, meine Kinder werden von der Straßenbahn überfahren. So. Es ist ja erstmal nur ein Gedanke, möglicherweise sogar ein Bild, aber de facto ja nichts anderes als irgendein Gedanke, der völlig beliebig ist. Also da kann ich an Pizza denken oder an Stühle oder an Bücher oder an Gläser oder an irgendwas. Erstmal an sich. Jetzt kann ich das Ganze vielleicht noch irgendwie dramatisieren, indem das Ereignis als befürchtetes Ereignis, also ich fliege durch eine Prüfung, ich kriege den nächsten Herzinfarkt, ich kriege einen Gehirntumor, was weiß ich, die Leute lachen mich aus, ich verliere meinen Job, ich habe irgendwelche Zukunftsängste, keine Ahnung, meine Frau verlässt mich, meine Kinder eben haben einen Unfall, ich werde in der Badewanne von einem weißen Hai gefressen. Das ist ja denkbar. Also das macht an dem Punkt macht das Wort undenkbar gar keinen Sinn, weil undenkbar kann es ja nicht sein, weil es ja dann schon gedacht ist. Wenn ich sage, das ist undenkbar, habe ich ja schon den Bezugspunkt zu, dass es schon gedacht ist. Also undenkbar ist schwierig und denkbar ist alles. Es ist alles denkbar. Alles ist denkbar. Wenn es von Menschen gedacht wird, ist es denkbar. So, also jetzt nehmen wir mal irgendein Ereignis, das denkbar ist. Das ist ja an sich erstmal nur denkbar. Das hat ja noch gar kein Vorzeichen. Ich kann dem natürlich ein Vorzeichen geben, das heißt, ich kann die Vorstellung bewerten, kann sagen, das ist eine schöne Vorstellung,
keine Ahnung, ich stelle mir vor, ich bin irgendwo im Urlaub oder ich gewinne gerade im Lotto oder so irgendetwas. Schöne Vorstellung, meine Kinder werden von der Straßenbahn überfahren. Nicht so schöne Vorstellung, eher schrecklich, ganz gruselig, befürchtet. Aber das sind zwei Dinge. Das heißt, die Vorstellung ist die Vorstellung und die Bewertung ist die Bewertung. Wenn ich mir Dinge vorstelle, die zwar auf dieser Ebene sozusagen zwar durchaus nicht so schön sind, mir aber quasi diese zweite Ebene der Bewertung spare, dann ja, sind wir wieder bei der distanzierten Engagiertheit, bei der Selbsttranszendenz, dann kann ich das denken, ohne aber diesem Gedanken ein zusätzliches Gefühl, ein Erschrecken vor meinem eigenen Gedanken hinzuzufügen. Das ist möglich, weil mir ja klar sein sollte, weil ich eben, also ich persönlich bin 57 und nicht 4 Jahre alt, ich denke nicht wie kleine Kinder magisch-animistisch. Kleine Kinder denken magisch-animistisch, das heißt, sie glauben, dass sie die Welt durch Gedanken animieren können. Das tue ich nicht. Das ist die Sache mit den Träumen. Ne? Also Menschen, die träumen, dass ihr Haus brennt, die werden natürlich, wenn sie aufwachen, nicht die Feuerwehr rufen, weil sie wissen, dass es nur Träume waren. Aber Menschen neigen dazu, Träume und bewusste Gedanken quasi zu differenzieren. Das eine ist ja nur ein Traum, Träume sind Schäume. Und das andere, das ist ja denkbar, also wahr. Und das ist Unsinn. So, und jetzt muss ich die Frage stellen, was muss ich machen, um mit meinen Vorstellungen selbst unruhig zu werden. Und die Antwort ist eigentlich gar nicht kompliziert. Ich muss mehr machen, nicht weniger, mehr. Ich muss zu meinen sozusagen wie auch immer gearteten gedanklichen, befürchteten Vorstellungen, zu dem befürchteten Ereignis, das ich mir gerade so ausgedacht habe, muss ich mir gedankliche Verhinderungskontrollstrategien dazu denken. Also ich liege sozusagen irgendwie im Bett und stelle mir vor, morgen wird ein schrecklicher Tag, vielleicht habe ich morgen eine Präsentation, oh Gott, wenn mir da die Stimme versagt. Und jetzt liege ich im Bett und überlege mir nachts am besten noch, was kann ich morgen tun, um zu verhindern, dass mir die Stimme versagt. Und diese Verhinderungskontrollstrategien sind der Einstieg in eine Angststörung. Und da ist das Ereignis komplett austauschbar. Das wird man dann nachher vielleicht in der Therapie sehen, wie sozusagen, da wird es im Spinnen gehen und dann wird es so sein, dass Spinnen sozusagen alles sind. Ja, weil ich kann ja jedes Phänomen, das mir begegnet, letztendlich dramatisieren. Ich kann es für mich selber befürchten. Und wenn ich dazu dann, wie auch immer gerade, gedankliche Verhinderungskontrollstrategien zum Einsatz bringe, dann ist das der Einstieg, reicht aber noch lange nicht für eine Angststörung. Es ist schon etwas komplizierter noch, sich eine Angststörung zu basteln. Nämlich, ich muss diese quasi gedanklichen Verhinderungsstrategien einsetzen mit einem Ziel, nämlich mich wieder sicher zu fühlen. Also ich versuche, Kontrolle einzusetzen, um Sicherheit zu erzeugen. Jetzt wird Sicherheit als absolutes Prinzip gedacht, das hilft. Nämlich 100%ige Sicherheit. Also wenn schon, denn schon, ne? Dann nicht nur so ein bisschen, sondern dann am liebsten 100%. So, das ist die Absicht. Ich versuche quasi alle Eventualitäten rund um das Ereignis und abzuchecken quasi, was ich da und da und da noch kontrollieren könnte, um zu verhindern, dass das, was ich mir gerade ausgedacht habe, passiert. Ich versuche einen Zustand 100%iger Sicherheit zu erreichen. Und jetzt ist das Leben halt so, dass es 100% nicht gibt. Es gibt gar keine Zustände im Leben. Gar keine. Nie. Das Leben ist mit Zuständen nicht vereinbar. Wer versucht, Zustände herzustellen, kriegt Zustände, könnte man sagen. Also ich werde feststellen, dass das nicht möglich ist. Jetzt sind wir wieder bei der Aufmerksamkeit. Wenn ich versuche, 100%ige Sicherheit herzustellen, dann wird mein Fokus nicht darauf sein, was ich alles schon erreicht habe oder was ich schon alles kann und worauf ich vertrauen kann, sondern automatisch wird der Fokus der Aufmerksamkeit auf den Bereich gelenkt, der noch nicht abgesichert ist. Weshalb sich ja dann, wenn man das so betrachtet, bei den meisten Menschen mit einer Angststörung, 13 Millionen, sich Angststörungen ja ausweiten, weil je mehr ich ja versuche, Bereiche zu kontrollieren, desto mehr Unsicherheit erzeuge ich und nicht desto mehr Sicherheit. Das heißt, die Absicht von Sicherheitssuche, 100%, hat die Auswirkung Verunsicherung. Also, das heißt,
Wir laden erstmal Klienten ein und machen, erzählen das ihnen auch, ne, indem wir quasi eine Logik versuchen zu ersetzen, nämlich die Absichtslogik durch die Auswirkungslogik. Die Absichtslogik ist Sicherheitssuche, die Auswirkungslogik ist Selbstverunsicherung. Spätestens jetzt stellt sich die Angst vor Kontrollverlust über Situationen ein. Und das ist jetzt hochinteressant. Es ist nämlich eine Angst, etwas zu verlieren, was ich gar nicht besitze. Also das verständlich ist. Man kann nur etwas verlieren, was man besitzt. Gleichzeitig kann man nur aus einem Raum rausgehen, in dem man vorher drin war. Also es dreht, die Logik dreht sich sozusagen. Ja? Also ich muss etwas annehmen, um es in Verfügung zu kriegen. Und gleichzeitig sozusagen kann ich nur etwas verlieren, was ich besitze. Das heißt, wenn ich schon gar nicht besitze, dann muss ich auch keine Angst, müsste ich keine Angst haben, das zu verlieren, weil ich es ja gar nicht habe. Aber das passiert trotzdem. Wenn ich also, egal, das so verarbeite, diese Verunsicherung mit Angst vor Kontrollverlust, zumindest sagen das die Klienten so, spätestens jetzt normalerweise löse ich meinen Reflex aus, meinen Körperreflex. Ja, und das haben wir so dann auch quasi im Gespräch, dann nochmal wird es dann deutlicher. Ich möchte es gar nicht so weit ausführen. Also unser Körper verfügt über eine gewisse Anzahl von Reflexen, die sind in unterschiedlichen Arealen des Gehirns angesiedelt. Also beispielsweise der Atemreflex, wenn wir schlafen und wir atmen weiter. Das ist ein Hirnstammreflex. Ist auch gut so, weil sonst würden wir wenige Nächte überleben. Wir haben den Lidstrossreflex als Schutzreflex. Also in dem Moment, wo etwas auf unsere Augen zufliegt, dann werden sich unsere Augen schließen. Ein sehr, sehr effektiver Reflex, weil blinde Lebewesen leben normalerweise nicht lange. Und der umfassendste Reflex, den unser Körper kennt, ist der Angstreflex. Der also ausgelöst wird, wenn ich quasi mir etwas Schlimmes vorstelle, plus auf einer weiteren Ebene noch ein Gefühl hinzufüge, also eine Bewertung der Bewertung sozusagen. Und dann sende ich meinem Angstzentrum, das sitzt am limbischen System, das ist das Zwischenhirn, das kann man so schlecht zeigen, die Amygdala eben, die wird dann ein Signal bekommen, hier ist irgendwas los. Das hat was damit zu tun, dass wir quasi verschiedene Areale des Gehirns besitzen. Also wir besitzen quasi unseren Hirnstamm, wir besitzen das Zwischenhirn, das ist in der Evolution dann später entstanden und ganz spät eigentlich dann mit den ersten Hominiden und dann natürlich später mit dem Homo sapiens oder Homo sapiens sapiens, diese Großhirnrinde. Der Neandertaler hatte das auch schon, aber noch nicht so ausgeprägt. Das heißt, wir haben die Großhirnrinde, die sich quasi so drüber lappt, mit hier vorne dem präfrontalen Kortex, wo unser Bewusstsein sitzt. Und das ist jetzt wichtig, weil dieses Bewusstsein hat nämlich Vor- und Nachteile. Es hat den Vorteil, dass wir quasi aus der Vergangenheit lernen können und wir können die Zukunft planen. Bewusst übrigens, das können normalerweise Tiere nicht. Also natürlich planen Tiere auch die Zukunft. Ein Eichhörnchen von mir aus sammelt Nüsse. Aber das macht das Eichhörnchen natürlich nicht bewusst, sondern wenn man so will, instinktiv. Ja? Also wir erklären uns das so, das ist ein Eichhörnchen, wahrscheinlich im Herbst könnte sich nicht weigern oder entscheiden, ich sammle jetzt keine Nüsse, das kriegt, glaube ich, ein Eichhörnchen nicht drin. Wir könnten das rein theoretisch, aber Eichhörnchen halt eben nicht, die machen das mehr oder weniger halt instinktiv. Wir sind instinktreduziert, wir machen das quasi bewusst. Und es hat Vorteile, ne? Wir planen Städte, wir planen Ausbildung. Aber wir können natürlich auch absolute Horrorfilme planen. In der Zukunft. Wir können mit der Vergangenheit so und so umgehen. Wir können mit Reue, Scham und Schuld zurückblicken. Aber auch natürlich mit Freude und mit Erinnerung und Dankbarkeit. Je nachdem, ist ganz unterschiedlich. Das ist eine besondere Fähigkeit, die wir haben. Die hat uns einerseits weit gebracht, andererseits, naja, sind wir gerade dabei, den Planeten zu zerstören mit dieser Planbarkeit. Tiere können das nicht. Tiere haben nämlich im Gegensatz zu Menschen ein Jetzt-Gehirn. Jetzt sind sie bedroht, jetzt schalten sie um. Von Ruhezustand auf Höchstleistung, also lösen den Reflex auf. Und jetzt wird quasi mit dem Reflex, der ausgelöst wird, schaltet der Körper eines Zebras zum Beispiel auf Höchstleistungsbereitschaft um und jetzt flieht das Zebra vor dem Löwen. Und bei uns ist das so, dass unser Angstzentrum einfach in der Evolution viel, 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 viel früher entstanden ist als unsere Großhirnrinde. Und unser Angstzentrum weiß nicht, dass wir uns bestimmte Sachen nur einbilden. Und wenn der Metareflex Bewertung der Bewertung dazukommt, dann wird die Amygdala reagieren, ob wir wollen oder nicht. Das ist einfach aus Schutzgründen. Und das hat also zur Folge, dass ein Reflex von der Amygdala, also ein Signal, nicht ein Reflex, also ein Signal
an die Nebennierenrinde geschickt wird und die Nebennierenrinde schüttet uns einen Cocktail ins Blut und das führt dazu, dass quasi unser gesamter Körper sich von Ruhezustand umstellt auf Höchstleistungsbereitschaft für Kampf oder für Flucht normalerweise. Und das macht sich auf unterschiedlichen Ebenen bemerkbar, also Muskelanspannung, Mundtrockenheit, Blutdruck, wenn man das Blut zentriert, das erkläre ich dann später in der Therapie genauer. Und dann ist ja so, dass dann das in der Regel als unangenehm erlebt wird. Also eigentlich der positive Schutzreflex wird interpretiert als mein Körper bedroht mich. Also nicht nur meine Gedanken bedrohen mich jetzt, weil ich sie für wahr halte, sondern jetzt bedroht mich auch noch mein Körper. Der will mich quasi umbringen, ne, so, weil die Angst das erzeugt, was sie befürchtet. Also wenn ich Angst vor Herzrasen habe, werde ich Herzrasen kriegen. Wenn ich Angst davor einen trockenen Mund habe beim Essen, dann werde ich einen trockenen Mund kriegen. Wenn ich Angst vor dem Erröten habe, werde ich erröten, weil sich einfach mein Blutdruck erhöht. Wenn ich Angst vor Zittern habe, werde ich zittern, weil sich die Muskelspannung erhöht. Die Angst erzeugt immer das, was sie befürchtet, auch an diesem Punkt, auch auf Körperebene. Also ich interpretiere diese Körperreaktion als Bedrohung, selbst als Bedrohung und kriege dann Angst vor meiner eigenen Körperreaktion. Ich habe jetzt nicht nur Angst, sondern ich habe jetzt auch noch Angst vor Kontrollverlust und habe dann auch noch Angst vor der Körperreaktion. Auch das noch. Also alles von mir selbst. Was versuche ich dann natürlich? Ich versuche gedanklich meinen Körper zu beruhigen. Ich habe keine Angst, so ungefähr. Beruhig dich doch. Herzschlag langsamer, Muskeln höre auf zu zittern, Mund werde wieder feucht und so weiter und so weiter. Das Übelkeitsgefühl soll weg, der Schwindel soll weg und so weiter und so weiter. Das versuche ich bewusst zu erzeugen. Und was passiert? Ich erlebe natürlich Scheitern. Also jetzt sozusagen erlebe ich tatsächlich Kontrollverlust auch wieder durch den Versuch, etwas zu kontrollieren, was man gar nicht kontrollieren kann. Weil ich kann gedanklich direkt kausal keinen Einfluss auf meinen Körper nehmen. Das wäre ja dann sehr einfach. Dann müsste ich gedanklich einfach nur denken, ich kriege nie Krebs oder irgendeine Art von Erkrankung, dann kriege ich es nicht. Wenn es so einfach wäre, wäre es einfach. So geht's nicht. Aber egal, der Versuch ist ja erstmal da. Ja, und der Versuch ist zum Scheitern verurteilt. Das heißt, ich erlebe sozusagen Scheitern dieser Kontrollbemühungen und damit noch mehr Kontrollverlust, ja, weil ich ja einfach die Kontrollversuche werden dann verarbeitet als Erleben von Kontrollverlust, weil ich ja eben nicht kontrollieren kann. Es ist nicht so kompliziert, aber das ist die Logik. Was passiert am Ende? Ich kriege Angst vor meinem Körperreflex. Nochmal. Das kann sich dann hochsteigern wie eine Spirale, was man dann später eine Panikattacke nennen könnte, weil ich ja immer weiter quasi meiner Amygdala signalisiere, Panik, oje, noch bedrohlicher. Die Amygdala sendet weiter Signale an die Nebennierenrinde, die Nebennierenrinde sagt, oh Gott, alles noch schlimmer als wir dachten. Es legt nach und sozusagen ich spüre das, merke das, oh Gott, denke jetzt wird es noch schlimmer, habe noch mehr Angst, habe noch mehr Kontrollversuche, die noch mehr scheitern. Und so kann man sich natürlich komplett in eine Panikattacke reinschrauben. So entstehen Panikattacken. Wenn man das jetzt alles mal zusammenfasst sozusagen, dann landen alle Menschen mit einer Angststörung, weil ja das ursprüngliche befürchtete Ereignis in den Hintergrund tritt, in einer sogenannten Phobophobie. Menschen haben Angst vor ihrer Angst. Es ist selten, dass das Ereignis als solches quasi noch im Vordergrund bleibt. In der Regel, die meisten Menschen mit der sogenannten Angst-Panik-Störung leiden unter einer Phobophobie. Sie haben Angst vor der Angst. Die Angst ist ihr Feind. Jetzt schließt sich der Kreis von vorhin. Ne? Das Es bedroht mich. Ich habe Angst vor dem Es, also vor der Angst. Wenn man aber davon ausgeht, dass diese Angst ja nur ein immanenter Schutzreflex ist, also ein Körperreflex, und dass Angst quasi auf der Körperebene als Reflex erscheint, so wie es der Canon 1888 schon gesagt hat, ne? Also ein Gefühl ist die Wahrnehmung der Körperreaktion. Und das ist dann halt so. Dann nehme ich ja erstmal nur diese Körperreaktion wahr als Reflex. Und wenn man das als die Angst bezeichnet, die Angst, die sozusagen als Reflex da ist, dann kann man verstehen, warum eine Angststörung nichts mit Angst zu tun hat, weil damit hat es nichts zu tun. Das werde ich ja auslösen so oder so. Und ich werde es auch behalten. Und ich werde es vielleicht auch brauchen, wenn ich mal wirklich real, ne, bedroht werde.
Also wenn da, ich fahre auf der Autobahn und dann platzt da irgendwie dem LKW vorne vor mir der Reifen und dann schleudert er über die Autobahn, dann ist es extrem sinnvoll, dass ich sofort in Höchstleistungsbereitschaft bin, dass ich einen Tunnelblick kriege, da muss ich keine Gänseblümchen mehr zählen am Wegesrand, wenn ich da über die Autobahn versuche, irgendwie diesem LKW auszuweichen, sondern dann brauche ich absolute Höchstleistungsbereitschaft, absolute Konzentration, absolute Muskelanspannung, perfekte Reaktionsfähigkeit, zack, ja, kennt man ja. Und da ist es auch gut. Ja, und diesen Reflex sozusagen, den werde ich niemals verlieren. Und eine Angststörung hat eben mit diesem Reflex auch überhaupt gar nichts zu tun. Gar nichts. Null. Das wiederhole den Satz, führt dazu, eine Angststörung hat nichts mit dem befürchteten Ereignis zu tun, geschweige denn mit Angst. Sondern mit Fehlinterpretationen, mit Verhinderungskontrollstrategien, mit dem Versuch, Sicherheit zu erzeugen, mit einer Körperreaktion, die als unangenehm erlebt wird und so weiter und so weiter, mit weiteren nachfolgenden Verhinderungskontrollstrategien, die sich dann gar nicht mehr auf die Ereignisse beziehen, sondern auf die Körperreaktion sind.